Die Eumus zeugt Marpassa. Marpassa ist das einzige Kind des Flussgottes Eumus. Ihr Name steht in Beziehung mit dem griechischen Wort Robben, Raffen und bezieht sich auf den Mythos um ihre Entführung. Apollon und Idas halten beide um die Hand der Prinzessin Marpassa an. Idas raubt sie und wird daraufhin von ihrem Vater Eumus verfolgt. Er entkommt ihm aber dank einem geflügelten Wagen, welchen ihm sein Vater Poseidon zur Verfügung gestellt hatte. Daraufhin ertränkt sich Eumus aus Verzweiflung in dem Fluss, der seitdem seinen Namen trägt. Nun wird Marpassa den Idas allerdings durch Apollon geraubt, so dass es zum Kampf zwischen den beiden Männern kommt. Idas gelingt es dabei, dem Gott seinen Bogen abzunehmen. Daraufhin tritt Zeus als Vermittler auf und entscheidet, Marpassa die freie Hand zu lassen, wer ihr Gatte werden soll. Sie entscheidet sich schließlich für den sterblichen Idas, da sie befürchtet, von Apollon verlassen zu werden, wenn sie alt geworden ist. Das einzige Kind aus der Beziehung zwischen Marpassa und Idas ist Kleopatra, die auch mit dem Namen Alkyone bezeichnet wird.